Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Travian Kingdoms. In der Open Beta ist dieses browserbasierte Strategiespiel jetzt angekommen am 18.03. und wir wollen uns das doch mal gemeinsam ansehen. Ich werde euch aber vorher sagen, dieses Spiel wird unterstützt durch Product Placement. Heißt, ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte und kriege dafür eine kleine Gage, wenn ich euch das zeige. Allerdings, dieses Spiel hat Hintergrund, dieses Spiel hat auch Interesse für mich als Stratege, als Urstratege. Denn ich habe Travian 3, das müsste dann wahrscheinlich die Travian 5 Version sein. Travian 3 habe ich während meiner Ausbildungszeit mit ein paar Arbeitskollegen absolut gesuchtet. Bis es irgendwann zeitlich einfach nicht mehr ging, weil dann das Studium anfing. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam Travian 5 an. Jetzt sehen wir schon mal hier. Wähle dein Volk. So beginnt dieses Spiel. Das ist genauso, wie es früher war. Es gibt die Gallier, für Anfänger gut geeignet, sehr stark in der Verteidigung, schnelle und effiziente Kavallerie. Hier noch ein paar detaillierte, detaillierte Infos. Die Händler sind schnell und haben eine mittlere Kapazität, also sie können normale Dinge transportieren. Truppen sind sehr schnell, mittlere Kosten, mittlere Ausbildungsdauer. Er hat sogar, der Gallier hat zwei spezielle Gebäude, nämlich den Fallensteller, nimmt gegnerische Truppen gefangen, weil sein Gegner angreift, dann werden sofort welche in der Fallen gefangen und Versteck, zweimal mehr Rohstoffe vor Angreifern schützen, weil Angreifer können dich auf der Karte plündern, könnte man sagen. Wenn deine Verteidigung zu schwach ist, dann plündern sie deine Ressourcen und so weiter. Na gut, schauen wir uns die nächste Fraktion an, die Germanen, das sind eher die aktiven kriegerischen Spieler. Äußerst stark im Angriff, dafür weniger in der Verteidigung. Günstige Infanterie. Ja. Also ziemlich viel die Aggro-Spieler. Die müssen viel plündern. Die Händler haben ein geringes Tempo, können dafür aber sehr viel tragen. Klar, wenn er mehr auflädt, dann ist er halt langsamer. Günstige in der Ausbildung die Truppen. Teuer in der Versorgung. Heißt, wenn sie ausgebildet sind, kosten sie immer noch Getreide. Früher war es auf jeden Fall so. So wird es wahrscheinlich auch heute sein. Und die Ausbildungsdauer ist gering. Sie haben zwei Bonusgebäude, nämlich Brauerei. Die gibt einen Bonus auf die Angriffskraft. Ziemlich gut für einen aggressiven Spieler. Und den Erdwall. Jede Fraktion hat Wälle, um sich zu schützen, um ein bisschen Verteidigungsbonus gegen Angreifer zu haben. Und der Erdwall ist fast unzerstörbar. So, und die letzte Fraktion ist der Römer. Der Römer ist für erfahrene Strategen. Sehr starke Truppen. Lange und teure Ausbildung. Der ist eher der Late-Game-Spieler. Germanen sind ziemlich stark im Early-Game. Gallier sind super Supporter und die Römer bestimmen das Late-Game normalerweise. Außer die Germanen sind so stark, dass sie einfach richtig aktiv sein. Aber da muss ein Spieler echt sehr aktiv sein. Man muss rund um die Uhr online sein. Früher war das auch so, dass man sich einen Account manchmal geteilt hat und so im Schichtbetrieb einen Account gewirtschaftet hat. Gut, der Römer noch zusätzlich. Die Händler sind Mittel, Kapazität ist Mittel, okay, Durchschnitt. Truppen sind teuer, langsam und dafür günstig in der Versorgung. Also Legionäre, die essen nichts. Seine Gebäude sind die Pferdetränke. Dadurch wird die Kavallerie Unterhaltskosten gesenkt. Und der Handelskonto, hoher Bonus für Händler. So, wen nehmen wir? Was sagt ihr? Gallier, gut für Anfänger, starke Verteidigung. Germanen, aktive Kriegstreiber, günstige Truppen oder absolute Strategen, sehr starke Truppen, dafür längere Ausbildungszeiten. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Römer. Der Römer ist ziemlich nice. Starke Truppen sind immer gut. Gründe dein Reich. So, du willst uns von den Räubern befreien? Sehr mutig. Welchen Namen soll ich auf deinen Grabstein schreiben? Nenne mich Wujigame. Jawohl. Ja, schon mal schon gut, das hier. Ja, toll. Endlich Frischfleisch. Dieses Gebiet ist in Räuberhand, Junge. Das Dorf dort drüben wurde von Räubern überfallen. Die Dorfbewohner sind gefangen. Befreie sie. Greife das besetzte Dorf an. Welches Dorf? Dieses Dorf. Truppen schicken. Okay. Ich habe 12 Legionäre. Ja, das sind Legionäre, die haben einen Angriffswert. Den sieht man oben links, 40.
Dann haben sie einen Verteidigungswert gegen Infanterie. Das ist die 35, oben rechts. Unten links ist der Verteidigungswert gegen Reiter, das ist 50. Und ich glaube, unten rechts, das werden wohl die Kosten sein. Die Unterhaltskosten, oder? 50, 0? 70, wir werden es herausfinden. Rambock, Feuerkatapult, Senator, Siedler und Held. Okay, scheinbar bin ich im Moment einfach nur so ein Typ, einfach so ein Held mit ein paar Legionären, der hier zufällig vorbeikam und dieses Dorf gesehen hat, das gerade angegriffen wird. Und das wollen wir jetzt verteidigen. Hier oben geht deine Zeit ab und wir haben es jetzt geschafft. Wir waren siegreich. Danke, du hast unser Dorf befreit, edler Held. Doch die meisten Räuber sind auf einem Raubzug und kommen bald zurück. Bitte hilf uns, das Dorf zu verteidigen. Jawohl, baue eine Stadtmauer, baue eine Kaserne, bilde 3 Prätorianer aus. Prätorianer sind eine super Verteidigungstruppe der Römer und schlage die Angreifer zurück. Na gut, das machen wir. Okay, wir müssen zum Dorf. So sieht der Dorfbildschirm, der Baubildschirm aus. Zunächst musst du die Mauer wieder errichten, sonst sind wir im Angriff der Räuber schutzlos ausgeliefert. Oh ja, die Mauer sieht ein bisschen... Oh, da muss was getan werden. So, und wie mache ich das? Okay, hier draufklicken. Das kostet was. Bonus bei Stufe 1, 3% Verteidigung. Also heißt, ich habe einen Verteidigungsbonus durch meine Truppen. Die haben halt einen generellen Bonus. Und umso höher die Mauer in der Stufe ist, umso besser wird es. Es kostet 70 Holz, 90 Ziegel, gehe ich mal davon aus, 170 Stein und 70 Getreide. Jetzt sehe ich bloß nirgends, wo meine Ressourcen angezeigt werden. Na gut, ist egal. Machen wir einfach mal. Jetzt ausbauen, vielleicht kommt es erst noch. Bau gestartet. Oh, Bau erfolgreich. Super, geil. Sofort fertig geschafft. Okay, was jetzt? Jetzt müssen wir zusätzliche Militäreinheiten zur Verteidigung ausrüsten. Bau dazu eine Kaserne. Gut, eine Kaserne. Dahin soll ich eine Kaserne bauen. Dann bauen wir doch mal. Hier sehen wir schon einige Sachen, die man bauen kann. Versteck, verborgene Schatzkammer. Schmiede, Marktplatz. Hier gibt es noch jede Menge mehr, was man mit der Zeit erst freischaltet. Und wir brauchen eine Kaserne. In der Kaserne können alle Fußtruppen ausgebildet werden. Je weiter die Kaserne ausgebaut ist, desto schneller werden die Truppen ausgebildet. Heißt, höheres Level der Kaserne ist weniger Zeit für Truppenausbildung. Also nützlich. Besonders bei den Römern. Schauen wir mal. Gut. Normalerweise dauert das 30 Sekunden. Das ist ein Browser-Game. Da machst du etwas. Da kannst du auch rein theoretisch, das ist jetzt nicht gut, aber rein theoretisch kannst du einmal am Tag reinschauen, alle Aufgaben verteilen und dann später dauert es ein paar Stunden, bis das fertig ist. Außer du nutzt halt, da es Free-to-Play ist, nutzt du so ein Premium Boost oder sowas, kann man sich bestimmt kaufen, dass es sofort fertig wird. So, bilde 3. Ja, gut. Mit der Kaserne kannst du nun Truppen ausbilden. Die Prätorianer sind ausgezeichnet in der Verteidigung. Ja, das ist bekannt. Das ist mir bekannt. Das hat sich also nicht geändert. Ah, haben sie gut dargestellt. Legionär, Standardeinheit, gut für einen Angriff, weil die ein bisschen mehr Angriff hat als die Prätorianer. Prätorianer, super Verteidigungseinheit. Und der Imperianer ist eine super Angriffseinheit. So. Ich will 3 haben. Das ist ein Getreideverbrauch von 3. Hier sehen wir auch die Kosten, die entstehen. Ich habe noch kein Geld oder ich habe keine Rohstoffe. Von daher wird es wahrscheinlich so gehen, dass ich alles bauen kann, wie ich will. Oh nein, die Räuberhorden stehen schon vor den Toren. Da sehen wir, in 3 Sekunden erfolgt ein Angriff und... Wir waren siegreich. Du hast unser Dorf gerettet. In alter Tradition hängen die Bilder unserer Helden in der Ruhmeshalle des Dorfes. Ein Maler steht schon bereit, ein Porträt von dir anzufertigen. Jawohl. Ja, super. Oh, das sieht doch schon geil aus. Warte mal, mein Bart? Bart. Welcher Bart passt am ehesten? Der passt am ehesten zu mir, oder? Was meint ihr? Ja, ich glaube schon, oder? Gut, Haarfarbe. Jetzt habe ich keinen Spiegel, aber ich würde mal braun, dunkelblond, ja, braun ist schon in Ordnung. Ohren, ich bin kein Fan von Ohrringen, deswegen
Sieht ein bisschen dümmlich aus, kann das sein? Okay, die Ohren passen. Augen, das können wir gleich mal beheben. Nee, miese, miese gar nichts. Ausgezeichnet. Ah, das sind gute Augen, oder? Ja. Nee, ich bin so gelangweilt. Ah, das gefällt mir. Das gab's früher nicht. Augenbrauen. Okay, ich hab so. Auf jeden Fall keine so gepflegten. Irgendwie so buschig. Ja, sowas. Ja, das sieht wild aus. Das sieht komisch aus. Das sind schon eher meine. Frisur. Ich hätte gerne diese Frisur. Auch die wäre mir recht, aber meine Haare wollen nicht so, wie es sein soll. Nehmen wir einfach die. Machen wir hier einen Saiyajin. Warte, da müsste ich die Farbe auch ändern. Naja, der Mund. Ausgezeichnet. Oh ja. Ausgezeichnet. Ja, ich nehme das ausgezeichnet. Das passt so gut, das ausgezeichnet. Die Nase, so also einen dicken Knubbel brauche ich nicht. Das wird nicht besser. Okay, vielleicht ist es das Dünnste, was die haben. Okay, das passt auch noch. Gut. Ja, passt. So sehe ich aus. Das Gemälde sieht prächtig aus. So stelle ich mir einen wahren Helden vor. Okay. Ah, dort oben bin ich jetzt abgebildet. Schön. Wir Dorfbewohner haben schon lange nichts mehr gegessen. Um das Dorf herum liegen üppige Felder. Setze sie wieder ins Stand. So, üppige Felder. Ah ja, genau. Jetzt kommt die Rohstoffansicht. Wir haben jetzt die Dorfansicht. Hier sind eher funktional Gebäude. Und jetzt kommen wir zur Rohstoffansicht. Was ist das nicht? Die Umgebungskarte. Oh ja. Jedes dieser Dörfer hat gewisse Gebiete. Ah ja, jetzt weiß ich auch, was das ist. Das Lehm. Genau. Es hat gewisse Gebiete, manche Dörfer, es ist dann später entscheidend, wenn ich nochmal vielleicht auf die Umgebungskarte schauen kann. Manche, sieht man das vielleicht hier? Kann ich das Details irgendwie anschauen? Noch nicht. Zumindest, es gibt dann verschiedene Felder. Auf den Feldern sieht man dann, wenn man sie sich, wenn man sie sich genauer ansieht, dann konnte man auch anschauen, wie ist denn diese Struktur. Zum Beispiel, wenn man ein Dorf haben möchte, das die Truppen unterhält, indem es viel Nahrung bringt, dann hat man oft Dörfer oder Felder gesucht, wo 9 oder ich glaube, es gab auch 12 von, das müssten 16 Felder damals gewesen sein. Und vermutlich könnten genauso viel sein, ich weiß es nicht. Damals waren es, glaube ich, 16 Felder, dann gab es eins mit 9 und eins mit 15 Getreidefeldern. Die waren heiß begehrt, die waren auch recht selten, dass so viel Getreide vorhanden ist. Die waren deswegen heiß begehrt, weil man später eine riesige Armee zusammengestellt hatte und diese konnte man durch ein Standarddorf gar nicht mehr versorgen. Die Händler waren dann häufig damit beschäftigt, von allen Dörfern in ein zentrales Dorf, wo die ganze der Großteil der Armee gelagert hat, dort das Getreide hinzutransportieren, um die Truppen zu versorgen. Weil später das Endziel an diesem Spiel war es, ich glaube, ein Weltwunder oder irgendwas zu bauen. Und es hat sich über Wochen erstreckt normalerweise. Und es wurde immer dann prozentual zurückgesetzt, falls Angreifer erfolgreich durchkamen. Also, das war dann allen Gilden und so bekannt, dass eine Gilde jetzt dort baut und wenn sie das fertiggestellt hätte, wäre sie Sieger des Season gewesen auf diesem Server. Wenn jetzt aber in dem Fall ein Angreifer, und die haben natürlich, die Gilde hat normalerweise und Gildenverbündete, also eine Allianz meistens, hat versucht, das zu verteidigen und alle Truppen reingeschickt, alles Getreide reingeschickt, damit die alle überleben und das verteidigen können vor Ort. Wenn jetzt aber einer durchkam oder ordentlichen Schaden dran gemacht hat, dann ist es prozentual runter. Und das haben meistens die gemacht, die Gegenallianz, irgendeine andere Allianz, die halt selbst als erstes das Weltwunder bauen wollte. Die haben halt ihre Angriffstruppen zum Gegner geschickt, der gerade am weitesten war, um ihn zu beeinträchtigen. Aber gut, so jetzt zum Endziel. Jetzt, wir müssen erstmal versorgen. Okay.
Erstmal Nahrung, das ist schon mal gut. Versorgung gesichert. Schön. Ah, jetzt läuft ein Timer. Seit jeher ist unser Dorf Teil eines Königreichs. Als neuer Herrscher hast du die Möglichkeit, ihn zu verraten und selbst König zu werden oder mit ihm zusammen für Sicherheit im Königreich zu sorgen. Okay, wirst du König oder Statthalter sein? Das ist also Anfängerschutz. Werde durch Tribute belohnt. Dein Stadtteil zu beschützen, bekommst du extra Rohstoffe in Form von Tributen. Sammle Schätze und vergrößere dein Reich. Für erfahrene und aktive Spieler. Für aktive Spieler. Ja, das ist das Problem. Da muss man auch nachts theoretisch aufstehen. Das war eine harte Zeit damals. Da musste ich auch mal alle 2-3 Stunden in der Nacht extra den Wecker stellen, aufstehen, nur um zu schauen, werde ich gerade angegriffen? Auf eins meiner Dörfer, aber später hat man mehrere Dörfer und wenn da einer gerade auf Plünderlaune ist, dann greift er an, braucht aber vielleicht ein paar Stunden, bis er dort ist. In dem Fall sehe ich das natürlich, wie wir vorhin bei den Banditen gesehen haben, dort oben rechts, dass ich angegriffen werde und in dem Fall kann ich dann meine ganzen Verteidigungstruppen noch rechtzeitig, wenn ich in der Nacht rechtzeitig aufgestanden bin und blablabla, kann ich sie rechtzeitig dorthin führen und ja, meine Verteidigung dort konzentrieren und den Gegner zurückschlagen und vernichten. Wir spielen als König oder plündere die Verstecke von Räubern und finde wertvolles Diebesgut. Freie Wahl deiner Strategie. Schätze reich. Naja, Statthalter. Wir machen trotzdem. Spielen als König. Venture, Danger. Beschütze als König den Schaden, aber dein Reich. Wenn es dir gelingt, deinen Statthalter zu führen und zu schützen, werden sie dir treue Gefolgsleute sein und dein Königreich wird erblühen. Ja. Du bist nun ein König, das ist deine große Verantwortung. Dein Königreich wurde gegründet, um Dörfer eines Königs herum verlaufen die Gebietsgrenze des Königreichs, doch dazu braucht ein Dorf eine Schatzkammer. Baue eine verborgene Schatzkammer. Die soll hier hin? Okay, dann machen wir sie hier hin. Eine verborgene Schatzkammer. Die verborgene Schatzkammer kann in eine aktive Schatzkammer umgewandelt werden. Eine aktive Schatzkammer erzeugt Einfluss und lagert Schätze. Kostet aber viele Ressourcen. Damit haben wir nahezu alles aufgebraucht. Aber wir sehen hier, wir kriegen auch, jetzt weiß ich bloß nicht, wie der Tick ist, 20 in der Stunde? Ist das in der Stunde? Ressourcen? Mist, ich habe jetzt nicht gelesen, was der von mir will. Umbau in Auftrag geben. Umbauen. Okay. Schatzkammer. Gold. Wüsste ich jetzt gar nicht. Die Schatzkammer hat früher immer eigentlich die Ressourcen geschützt. Unser Königreich verfügt jetzt über ein Gebiet. Allerdings haben die Räuber während ihrer schrecklichen Besatzungszeit die Umgebungskarte des Dorfes zerstört. Setzen Sie wieder zusammen, damit wir uns ein Bild von unserem Königreich machen können. Karte entschlüsseln, okay. Ja, dann machen wir halt ein kleines Rätsel. Das ist auch neu. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber gut, warum nicht? Tsching! Lösung bestätigen. Was kriege ich jetzt? Wo möchtest du dein Dorf gründen? Du startest in der Richtung mit den meisten freien Gebieten. Ach, jetzt kommt es. Wenn du später weitere Dörfer gründest, kannst du die Richtung frei wählen. Die Richtung hat keine Auswirkungen. Wenn du dir also nicht sicher bist, mach dir keine Sorgen. Es gibt keine falsche Entscheidung. Ja, das war früher auch so. Da gab es, der Server war, glaube ich, auf 800 Felder beschränkt. Es gibt mehrere Server, auf denen man spielen kann. Ich bin jetzt zum Beispiel auf D1 oder so. Also Deutschland 1. Und es gab dann die Koordinaten. 00 war in der Mitte. Dann gab es 400 plus, 400 minus. In beide Achsen, X sowie Y. Ja, und das ergibt auch die Himmelsrichtung. Ja, ich wähle mal Himmelsrichtung. Was war denn positiv? Ich glaube, Norden war positiv. Nehmen wir den Norden. Aber ja, später kann ich selbst entscheiden, wo ich gründen will. Das wird jetzt random mir ein Dorf generiert, wo ich dann siedle. Dorf gründen. Großartig, auf der Karte kannst du jetzt dein Königreich sehen. Dörfer, die sich innerhalb deines Gebiets befinden, sind deine Statthalter. Deine Aufgabe als König ist es, sie zu beschützen.
Das Dorf eines deiner Statthalter wird immer wieder von Räubern angegriffen. Schicke da Truppen zur Unterstützung, um es zu beschützen. Gut. Okay, das ist mein... Finde... Ah ja, okay, jetzt sehe ich es mal. Ja, so sieht die Karte jetzt aus. Was ist das? Oasen. Stimmt, Oasen gab es. Kann man... Und hier seht ihr es auch. Das hat sich nicht verändert. Hier könnt ihr es sehen. Man sieht hier die Aufteilung. Verlassenes Tal ist ein ganz normales Land, wo ich siedeln könnte. Da gibt es 4 Holzfelder, 4 Lehmfelder, 4 Steinfelder, 6 Getreidefelder. Genauso wie das Standarddorf. Aber es gibt dann auch noch hier zum Beispiel Verlassenes Tal. Da ist 7 Getreide, dafür 1 weniger Gestein. Oder hier 5 Lehm, dafür 1 weniger Gestein. Und so kann man halt, je nachdem, was man braucht, kann man schauen, was man hier haben möchte. Da wird es wahrscheinlich... Oh ja, hier ist so eins der besonderen. 15 Getreide, 1 von anderen Ressourcen dafür. Es war am Anfang vielleicht nicht so gut, aber trotzdem, das ist gut. 339, ja, das habe ich ja auch gesagt. Ah, da hat sich nicht viel geändert, aber hier... Manero, bin ich das jetzt? NPC-Dorf? NPC-Dorf. Truppen schicken. Wie viel? Machen wir mal 6. Die brauchen fast 17 Minuten, dann sind sie dort. Schicken. Keinen Moment zu spät, die Räuber greifen schon wieder an. Hoffentlich halten unsere Truppen stand. Warte, wo habe ich die 6 Prätorianer auf einmal her? Sind die jetzt schon dort? Ich bin verwirrt. Ah, tatsächlich. Ging anscheinend noch immer tutorialmäßig ganz schnell. Gut, gib mir Belohnung. Du hast das Dorf erfolgreich verteidigt. Dein Statthalter verfügen über eine Tributkasse. Tributskasse. Verteidigst du sie, kannst du dort regelmäßig Rohstoffe abholen. Nice. Leere jetzt die Tributskasse und erhalte wertvolle Rohstoffe. Das hast du dir nach der erfolgreichen Verteidigung deines Statthalters verdient. Nice. Ein Königreich. Tribut abholen. Okay. Produktion von 18. Schön. Unabhängige Dörfer. Statthalter. Opa, Hassi. Ach, kann es sein, ich bin König und habe gleich mit denen in meiner Umgebung Untergebene, die mir Tribut zahlen müssen. Dafür beschütze ich sie. Ach, ist das krass. Das ist eine krasse Änderung. Die Lage hat sich nun beruhigt. Zieh die Truppen nun vom Statthalter zurück. So bist du flexibler und kannst Statthalter im Falle eines Angriffs auf ihre Dörfer besser verteidigen. Gut. Oh, ein Versammlungsplatz, jetzt schon. Stationiert. Zurückziehen. Einer ist draufgegangen, wir haben 6 hingeschickt. Großartig, du hast jetzt die wichtigsten Dinge erledigt. Wir Dorfbewohner haben aber noch weitere Aufgaben und Belohnung für dich. Ah ja, hier. Muss man immer erst schauen. Gut. Benenne dein Dorf um. Benenne dein Dorf im Hauptgebäude um. Ah, das können wir machen. Hauptgebäude ist hier. Wuji Realm. Speichern. Gut. Wahrscheinlich kann ich auch das Fragezeichen anklicken. Belohnung abholen. Nice. Versteck 1. Baue ein Versteck, um deine Rohstoffe vor gierigen Angreifern zu schützen. Da kann ich auch genauso auf die drücken. Okay, ein Versteck bauen. Ein Versteck bauen. Und mach mal neben die Schatzkammer ein Versteck. Falls ich es mir leisten kann. Ja, von den Ressourcen her kann ich es mir leisten. Ja. Sicher, das passt. Gut, das dauert ein paar Sekunden. Währenddessen Allianz beitreten. Trete eine Allianz bei. Eine Allianz ist Verbund aus maximal 7 Königreichen. Achte bei der Wahl deiner Allianz darauf, dass die anderen Königreiche in deiner Nähe liegen. Okay, ja, das wird wahrscheinlich noch nicht so schnell gehen. Bau eine Botschaft. Mit der Botschaft kannst du eine Oase annektieren, um zusätzliche Rohstoffe zu erhalten. Das hört sich gut an. Die Belohnung einkassieren. Okay, hier Stufe 3. Ja, das ist teuer. Schauen wir mal, was die Botschaft kostet. Hier machen wir Botschaft rein. Ja. Die können wir machen. Bam. Oh, die Ressourcen gehen runter.
Normalerweise sollte ich auch die Felder weiter ausbauen, um mehr Rohstoffe zu produzieren. Rohstofflager bauen, maximale Mengen Holz, Lehm und Eisen. Ja, so ein Lager ist ziemlich nützlich. Halt. Von der Aufteilung hat sich auch nicht viel verändert. Deswegen mache ich hier Rohstofflager. Kann ich es mir leisten? Ja, gerade so noch. Schauen wir mal, habe ich von den Quests wieder was erfolgreich geschafft? Ja, gleich ist die Botschaft fertig. Gut, gib mir Stuff. Oh ja, her damit. Muss ich aber aufpassen, Kornspeicher ist gleich leer, gleich voll. Ich brauche einen Kornspeicher. Genau. Bam. Das dauert jetzt auch seine Zeit. Alles dauert hier seine Zeit. Weil hier Getreide ist beim Maximum gleich angelangt. Rohstoffansicht. Das kann man natürlich auch in Rohstoffe investieren. Ich kriege 28 gerade von den normalen Rohstoffen und ich kriege 10 vom Getreide. Umso mehr Einwohner ich im Dorf habe oder Truppen ich habe, umso weniger Getreide bekomme ich. Wenn ich das also erhöhen möchte, müsste ich das halt anpassen. Aber jetzt wollen wir erstmal, würde ich mal sagen, hier Rohstoffe ausbauen. Kann ich da mehr von machen? Ah, früher ging das, glaube ich, nicht, dass man so viele hintereinander machen konnte. Machen wir noch Stein hoch? Ah, nicht genug Gold. Jetzt geht's. Ah, man kann bloß zwei maxi. Stimmt, die Römer konnten, glaube ich, zwei gleichzeitig machen. Natürlich blöd, dass ich... Naja, egal. Ah, hier kriegen wir wieder satt an Rohstoffe. Kornspeicher gebaut. Auch das ist wieder satt. Hey, das haben sie gut gemacht. Das finde ich gut, weil das war nicht so flüssig am Anfang. Naja. Okay, dann würde ich mal sagen, das reicht es schon mal für den ersten Part. Wir sehen, hier gibt es einiges zu tun. Beim nächsten Mal werden wir noch die weiteren Quests abfarmen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.